Liebe aus dem Tagebuch eines Jägers von Guy de Maupassant. Ich habe eben unter den vermischten Nachrichten einer Zeitung ein Liebesdrama gelesen. Er hat zuerst sie getötet und dann sich. Also liebten sie sich. Was geht er oder sie mich an? Nur die Liebe interessiert mich, nicht weil sie mich rührt oder Wunder nimmt, weil sie mich bewegt oder nachdenklich stimmt, sondern weil sie mir eine Jugenderinnerung ins Gedächtnis zurückruft, eine seltsame Jugenderinnerung, bei der mir die Liebe erschien wie den ersten Christen am Himmel das Kreuz. Mir hat die Natur alle Instinkte und Sinne des Naturmenschen gegeben, die nur durch allerlei Überlegung und Beweggründe der Zivilisation abgeschliffen sind. Ich liebe die Jagd leidenschaftlich und das erlegte, blutende Tier, Blut auf seinem Gefieder, Blut an meinen Händen, machen mir das Herz höher schlagen. In jenem Jahr kam die Kälte gegen Ende des Herbstes ganz plötzlich, und einer meiner Vettern, Karl von Roville, lud mich ein, mit ihm in Sumpf und Teich bei Tagesanbruch Enten zu schießen. Mein Vetter war ein rothaariger, kräftiger, bärtiger Landjunker von 40 Jahren. Er war ein etwas stumpfer, liebenswürdiger Mensch, von heiterem Charakter und von jenem gallischen Geist beseelt, der auch mittelmäßige Menschen zu ganz angenehmen Gesellschaftern macht. Er bewohnte einen schlossartigen Hof in einem breiten Tal, das ein Wasserlauf durchzog. Rechts und links lagen bewaldete Hügel, alte, herrschaftliche Wälder, in denen noch wunderbare, mächtige Bäume standen und wo es den besten Federwildbestand dieses Teiles von Frankreich gab. Ab und zu schoss man Adler und Zugvögel, die sonst beinahe nie in unseren zu sehr bevölkerten Landstrich kommen, fielen immer in diesen hundertjährigen Waldungen ein, als ob sie ein Stück dieses altehrwürdigen Waldes kennten oder wiedererkennten, der stehen geblieben war, um ihnen bei ihrer kurzen nächtlichen Rast als Schutz zu dienen. Im Tal dehnten sich große Wiesen aus, von Wassergräben durchzogen und durch Hecken abgeteilt. Weiter unten verlor sich dann das Flüsschen, das oben kanalisiert gewesen, in weitem Sumpf und Moor. Dieser Sumpf, das wundersamste Jagdgebiet, das mir je vorgekommen, war der ganze Stolz meines Vetters, der ihn unterhielt wie einen Park. In dem gewaltigen Schilf, das ihn überall bedeckte, belebte, in dem es rauschte und wogte, waren gerade Wege ausgeschnitten, worauf über das tote Wasser flache Boote, die mit Hilfe von Stangen vorwärts gestoßen wurden, stumm dahinglitten, indem sie die Weiden streiften und die schnellen Fische durch das Röhricht hetzten und die Wildenten, deren schwarzer, spitzer Kopf schnell verschwand, zum Untertauchen zwangen. Ich liebe das Wasser über alles, das Meer, wenn es auch zu groß und wild ist, als dass man es sich unterjochen könnte, die hübschen Flüsse, die aber doch davoneilen, entfliehen, und vor allem den Teich, in und an dem eine ganze Welt von Wassertieren lebt. Der Sumpf ist eine Welt für sich, ganz verschieden von allem anderen. Er hat sein eigenes Leben, seine ständigen Bewohner und seine Wandergäste, eigene Stimmen, eigene Geräusche und vor allem etwas Wundersames. Es gibt oft nichts Seltsameres, nichts Beunruhigenderes, nichts, das einen mehr erschrecken kann als so ein Bruch. Woher kommt diese seltsame Angst, die über diesen niedrigen, mit Wasser bedeckten Ebenen schlummert? Sind es die unbestimmten Geräusche im Schilf, die fantastischen Irrlichter, die tiefe Stille, die in ruhigen Nächten darauf ruht, oder die seltsamen Nebelgestalten, die wie Totengewänder über die Weiden streichen? Oder ist es das ewig leise Klucksen und Plätschern, so leicht, so weich und manchmal fürchterlicher doch als Kanonengebrüll der Menschen oder die Donner des Himmels? Es macht aus Sumpf und Bruch Traumländer, vor denen man sich hüten muß, die ein gefährliches, seltsames Geheimnis bergen. Nein, etwas anderes ruht darauf, ein anderes Wunder,
tiefer, ernster schwebt darüber in den dichten Nebeln. Vielleicht das Mysterium der Schöpfung selbst. Denn ist nicht in diesen stehenden, schlammigen Gewässern, in der schweren Nässe der feuchten Erde, unter der Sonnenglut, der erste Lebenskeim gesprossen und ans Licht gestiegen? Ich kam abends bei meinem Vetter an. Es war eine Kälte, dass die Steine hätten platzen können. Um 3:30 Uhr morgens wollten wir aufbrechen, damit wir gegen 4:30 Uhr an unserem bestimmten Stande wären. Dort hatte man aus Eisstücken eine Hütte gebaut, um uns Schutz zu bieten gegen den fürchterlichen Wind, der bei Tagesanbruch einsetzt, jenen eisigen Wind, der die Haut entzweischneidet wie mit einem Messer, der ein Prickeln verursacht, als würde man mit vergifteten Nadeln gestochen und einen packt wie mit der Zange und brennt wie mit Feuer. Mein Vetter rieb sich die Hände und sprach, »So eine Kälte ist mir noch nie vorgekommen. Heute Abend 6 hatten wir schon 12 Grad unter Null.« Nach der Mahlzeit warf ich mich auf mein Bett und schlief beim Scheine des Feuers ein, das im Kamin flammte. 3:00 Uhr weckte man mich. Ich zog einen Schafspelz an und ging zu meinem Vetter Karl, der in einen Bärenpelz geschlüpft war. Wir schütteten 2 Tassen glühend heißen Kaffee hinab, denen wir 2 Gläser Cognac folgen ließen. Und dann brachen wir auf, in Begleitung eines Jägers und unserer beiden Hunde Plongeon und Pierrot. Sofort bei den ersten Schritten draußen fühlte ich mich durchkältet bis auf die Knochen. Es war einer jener Nächte, wo die Erde vor Kälte tot zu sein scheint. Die Kälte wird dann so gewaltig und tut so weh, als fasste sie einen an. Kein Lufthauch regt sich. Es ist, als stünde die Luft unbeweglich still und die Kälte beißt, bohrt, trocknet, tötet die Bäume, die Pflanzen, die Insekten. Sogar die kleinen Vögel fallen von den Zweigen auf den harten Boden und werden hart wie der Erdboden unter der eisigen Umarmung der Kälte. Der Mond stand im letzten Viertel. Bleich neigte er sich zur Seite, als ob er umfallen wolle im großen Himmelsraum und so schwach wäre, dass er nicht mehr weiter gehen könnte und nun dort bleiben müsste, weil auch ihn die eisige Kälte festgebannt. Der Mond warf ein trauriges, schwaches Licht auf die Erde herab, jenen sterbenden, fahlen Schein, mit dem er uns immer beim Abnehmen bestrahlt. Karl und ich gingen Seite an Seite vorübergebeugt dahin, die Hände in den Taschen, das Gewehr unter dem Arm. Wir hatten Tücher unter die Sohlen gebunden, um auf dem gefrorenen Fluss nicht auszurutschen. So waren unsere Schritte unhörbar geworden. Und ich betrachtete den weißen Dampf, den der Atem unserer Hunde in der Luft abzeichnete. Wir waren bald am Sumpfgebiet angekommen und betraten eine jener Alleen im trockenen Schilf, die schnurgerade in diesen niedrig stehenden Wald hineingeht. Unsere Ellenbogen streiften die langen, herunterhängenden Blätter, so daß es leise hinter uns raschelte. Und wie noch nie packte mich die wundersame, mächtige Stimmung, die der Sumpf ausübt. Er war tot, tot vor Kälte, da wir doch darauf gehen konnten, mitten durch diesen Wald von trockenem Rohr. Plötzlich entdeckte ich bei einer Biegung der Allee die Eishütte, die man gebaut hatte, um uns Schutz zu gewähren. Ich trat ein, und da wir noch beinahe 1 Stunde bis zum Aufbruch der Wandervögel zu warten hatten, wickelte ich mich in eine Decke und versuchte, mich zu wärmen. Ich lag auf dem Rücken und betrachtete den wunderlich gestalteten Mond, der durch die durchsichtig eisigen Wände unseres Polarhauses gesehen 4 Hörner zu haben schien. Aber die Kälte des gefrorenen Sumpfes, die Kälte dieser Mauern, die Kälte, die vom Firmament herabstrahlte, durchdrang mich so fürchterlich, dass ich anfing zu husten. Mein Vetter Karl wurde ängstlich und meinte, »Ach was, wenn wir auch heute nicht viel zur Strecke bringen, ich möchte doch nicht, dass du dich erkältest. Wir wollen Feuer machen.« Und er gab dem Jäger Befehl, Schilf abzuschneiden.
Das wurde in der Mitte unserer Hütte, die oben ein Loch hatte, das der Rauch abziehen konnte, aufgehäuft. Und als die roten Flammen längs der hellen, kristallenen Wände emporleckten, begannen sie ganz langsam zu schmelzen. Nur ganz wenig, als ob die Eisblöcke schwitzten. Karl, der draußen geblieben war, rief mir zu, »Komm mal raus, das musst du sehen!« Und ich ging hinaus und blieb erstaunt stehen. Unsere konisch geformte Hütte sah wie ein mächtiger Diamant aus, in dessen Inneren ein Feuer brannte, das plötzlich auf dem gefrorenen Boden des Sumpfes entfacht war, und da drinnen sah man zwei fantastische Gestalten, unsere Hunde, die sich wärmten. Aber ein seltsamer, im Raume verlorener Schrei erklang uns zu Häupten. Der Schein unseres Feuers weckte die wilden Vögel. Nichts packt mich so wie dieser erste Schrei des Lebens in der Dunkelheit, ehe am Horizont das erste Licht des Wintertages anbricht. Mir ist, als ob zu dieser eisig kalten Morgenstunde der Schrei, den das Gefieder eines Tieres dort oben dahinträgt, wie ein Seufzer sei der Weltenseele. Karl befahl, »Löschen Sie das Feuer aus, es wird Tag.« Und in der Tat erblich der Himmel, und ganze Schwärme Wildenten zogen in langen Ketten hin und huschten über das Firmament. Im Dunkel zuckte ein Feuerstrahl auf. Karl hatte einen Schuss abgegeben, und die beiden Hunde stürzten davon. Nun legten wir Minute nach Minute, einmal er, einmal ich, die Gewehre an, sobald über dem Schilf der Schatten eines dahinfliegenden Schwarmes erschien. Und Pierrot und Plongeon brachten uns wedelnd und außer Atem immerfort ein paar blutende Tiere geschleppt, die uns oftmals noch anäugten. Der Tag war angebrochen, ein heller Tag. Die Sonne stieg am anderen Ende der Allee empor, und wir dachten daran aufzubrechen, als noch zwei Vögel mit gerade ausgestrecktem Hals und weit ausgebreitetem Gefieder über unseren Köpfen dahinzogen. Ich schoss. Einer fiel mir beinahe zu Füßen. Es war eine Krickente mit silbernem Bauchgefieder. Da klang im weiten Raume über mir eine Stimme, eine Vogelstimme. Ein kurzer, wiederholter, herzzerreißender Schrei. Und das Tier, das kleine, seinem Schicksal noch entronnene Tier, fing an, oben im Blau des Himmels über uns zu kreisen, indem es die tote Begleiterin suchte, die ich in den Händen hielt. Karl war niedergekniet, hatte das Gewehr an die Backe gerissen, zielte und wartete, bis der Vogel nahe genug wäre. »Du hast das Weibchen heruntergeholt«, sagte er, »und das Männchen wird nun nicht von hier weichen.« Und in der Tat blieb es da. Es zog immer Kreise um uns und klagte von oben herab. Und nie hat ein Schrei der Qual mir mehr das Herz zerrissen als dieser Verzweiflungsruf, der da klang wie jammervolle Klage des armen Tieres dort oben in der Luft. Ab und zu flog es wieder davon beim Drohen des Gewehrlaufes, der seinem Fluge folgte. Es schien bereit zu sein, den Weg wieder fortzusetzen, ganz allein durch die Himmelsweiten. Aber es konnte sich nicht dazu entschließen und kam wieder zurück, um sein Weibchen zu suchen. »Lass sie mal hier liegen«, sagte Karl, »er wird nachher schon näher kommen.« Und in der Tat kam die Ente, ohne sich um die Gefahr zu kümmern, verrückt in ihrer Tieresliebe zu dem andern Geschöpf, das ich erlegt hatte. Karl schoss. Es war, als ob man eine Schnur, an dem der Vogel gehangen, durchgeschnitten hätte. Ich sah einen schwarzen Schatten herunterschießen und hörte das Aufschlagen im Schilf. Und Pierrot brachte mir das Tier. Ich steckte sie beide, schon kalt, in dieselbe Jagdtasche, und an jenem Tage noch fuhr ich nach Paris zurück.